Da steht er, Mitessen in der Hand, von meinen Tieren, die er ohne Gnade geraubt hat, und schaut sein Gebäude an, das er mit meinen Palmen, die er ohne Fragen niedergerammt hat, gebaut hat. Wenn das dich nicht strafen wird, dann wird du sehr viel Glück haben in deinem Leben hier auf meinen Inseln. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Stranded Deep. Ja, ich bin hier auf meiner Hauptinsel und 6:43 Uhr haben wir und ein bisschen Hunger. Ah, wir essen mal so eine Krabbe, das reicht schon. Okay, dann kannst du am Boden gehen. Lieber Fisch, du auch. Und etwas trinken. Ich denke mal, das reicht auch schon. Sehr gut. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Wo gehen wir hin? Was machen wir jetzt noch? Wir schwimmen jetzt ohne irgendwas darüber auf 220. Warum? Ganz einfach, weil wir es können. Nein, wir haben noch einen Hai da drüben zu holen und das ist mein erster Tauchversuch darüber. Also ich bin noch nie wirklich so eine lange Strecke geschwommen. Aber werde jetzt hier Leinsfische überqueren und so weiter. Haie sollten eigentlich keine mehr da sein, hoffe ich mal. Habe ich alle schon niedergerammt, aber Leinsfische haben wir hier massig. Gefährliche Gegend hier im Wasser. So, jetzt bleibe ich mal unter Wasser und noch ein Leinfisch. Meine Fresse. Wie ein Delfin. Hopp. Ja, schneller ist er wegen dem nicht, das nur so nebenbei mal erwähnt. Da ist sie ja, meine Insel. Eine Insel, eine Insel. Wir sehen eine Insel. Wir gehen auf die Insel und wehe dir, es ist nicht meine, wo ich den Haifisch habe. So. Doch, hier liegt er doch. Unser Haifisch. Dessen Warnung an alle Haie im Ozean, im Meer gelten soll. So, wir schauen gleich noch, was wir sonst noch so mitnehmen können, wenn wir schon da sind. Dupdi dupdi. Oh, eine Palme haben wir noch. Ja. Aber, wie soll ich das jetzt sagen? Einen Stein finden, haben wir was, ansonsten können wir die Palme nicht. Ja, wie soll ich sagen? Nicht fällen, weil ich einfach nichts zum Fällen habe. Oh. Eins, zwei, drei, vier Palmen sogar noch. Oh, und ich habe nichts zu fällen da. Komm schon, irgendein Stein. Sag mir, dass ich einen Stein übersehen habe. Come on. Ah, Herrgott, du bist meine Rettung. Er hat mich gehört. Oh. So, jawohl, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Herrgott, ich danke dir für diese Unterstützung. Hey. So, dann wollen wir mal die Palmen hier fällen. Dann sind wir doch noch irgendwie für was Nützliches hier auf die Insel gekommen. So. Wir schleppen erstmal alle hier schön ins Freie. Also ins Freie. Einfach mal da. Wir fällen mal alle, aber ausschlachten tun wir dann nicht alle, nur.
Nur vereinzelte, nee, so viel wie ich ins Inventar bekomme. So, zweite Palme hier gehauen. So. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Hey. Ja, also die Palmen, die kommen nicht wieder. Das ist eine reine Tatsache, leider. Jetzt hatte er doch tatsächlich einen Hänger. Auch noch nie gesehen. Aber wie wunderschön gerade er die Palmen abschneidet. Hey, habt ihr das gesehen? Hey, ihr müsst mal den unteren Teil der Palmen sehen. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Nur mit einem Stein. Meine Güte, schaut nur mal an. Zack, 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 zack. Und jetzt schaut mal an, wie wunderschön gerade das Ganze ist. Es ist unglaublich. Man könnte sich nicht vorstellen, dass man das mit einem bloßen Stein gemacht hätte. Okay, sind wir mal ehrlich. Macht ihr mal mit so einem Stück Stein. Versucht da mal einen Baum zu fällen. Ihr seid Ewigkeiten dran. Ewigkeiten seid ihr dran. Sag ich euch. So, come on. Aber die Physik ist wirklich genial gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. So. Ja, da haben wir doch mal wieder genug Holz. Wir werden uns natürlich auch einen Floß craften. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Nee, eigentlich das Haus weiter ausbauen, aber in erster Linie ist es jetzt das Ziel, wirklich ein Floß zu bauen, wo man kein Paddel mehr braucht, damit ich die Motoren-Sachen hier loswerden kann. Wie kriegt man eigentlich Benzin? Nur durch die Tankfüllung, nur durch die Airtanks, also durch die Tanks, die man findet, oder kann man die auch irgendwie auffüllen mit Fett oder so? Oder halten die ewig? Oh, jetzt, wenn man es braucht, will er nicht. Immer das Gleiche. Mein Gott, wie viel habe ich denn noch Platz? Keine mehr. Sehr gut. So, Auto. Aiming, sehr gut. Das geht allerdings nicht. So, wunderbar. Ihr müsst nur die Maustaste gedrückt halten. Esc drücken, nochmal Esc und dann haut er automatisch drauf ein. Praktisch. Vor allem, wenn du hier irgendwie was Großes am Craften bist, dann kannst du hier die Finger freilassen. Seht ihr jetzt nicht, weil ich die Webcam nicht an habe. Muss ich mir auch noch eine neue organisieren. 12 Uhr. Sehr gut. So. Schade, dass er dann die anderen Sachen, also währenddem, dass er am Hauen ist, nicht neue Sachen anvisieren kann. So. Und hopp. Entschuldigung. So, die Palmwedel natürlich auch. So, das heißt also, wir müssen noch einmal auf die Insel kommen, wegen dem ganzen Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wahrscheinlich müssen wir noch zweimal drauf kommen.
6. Ne, sind voll. Also wir behalten die Rockshanks hier. Die brauchen wir sowieso nicht auf der anderen Insel. So, hier haben wir noch einen Lock. So, wunderprächtig. So. So, noch irgendwas vergessen? Nein? Gut. Dann Kompass in die Hand. Haifisch unterm Arm. So. Und auf 40 wird geschwommen. So, 1, 2, 3 und ab. Oh. So, Dunkelheit hier. Auch mit dem Licht siehst du nicht viel. So. Leicht nach oben gewölbt, das Ganze. Sehr gut. So, ja. Jetzt einfach ist das Motto: rechte Maustaste nicht loslassen, weil sonst ist Hai weg. Aber das mache ich nicht. Ich habe drei Tasten gedrückt, die rechte Maustaste. Ups. Die rechte Maustaste, das W für vorwärts zu kommen und Shift für schneller vorwärts zu kommen. So, wunderbar. Lionsfische hier, die sind natürlich alle ein bisschen down wegen dem Regen. Das spüren die Fische natürlich auch, dass schlecht Wetter anzieht. Also ich bin froh, dass es noch keine Wellengänge gibt, also so wirkliche Meeresstürme und so weiter. Oh, bisschen abgekommen, aber wir sind auf Kurs. Wunderbar, hier sind wir. Und wir haben begonnen im Regen und hören auch auf im Regen. So, dritter Fisch, Tiger Shark. Der vierte im Bunde eigentlich. Den einen hatten wir ja. So, und Holz. Yeah. Okay, ich merke schon, ich muss hier noch einen Aufstieg machen. So, wir haben wieder Holz. Jeppa. Und das Erste, was wir hier bauen werden, ist so. Das Erste, was wir hier bauen. Oh. Boah, schon wieder leer hier, das gibt's nicht. Unglaublich. Die Wasserflaschen halten auch nicht wirklich viel aus. So, leuchtest du eigentlich oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Gut, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Hammer, wie du da ausschaust. Hammer. Eine Foundation und na komm jetzt, lass mich dahin, wo ich hin will. Und das Floß entsteht. Gut, gut, gut. Und jetzt nehmen wir das, 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 das und das. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Sehr gut. Einmal
Zweimal, naja gut, dreimal, viermal, fünfmal und ich habe keine Ahnung. Nö, das reicht noch nicht. Jetzt haben wir ein Floß, aber noch nicht die Einzelteile dafür. Nun ja, gut. Dann machen wir das Floß hier aufs Festland, damit es nicht wegkommt. Zwei, eins, das ist das vier, die drei fehlt. Die drei fehlt für den Motor. Schade, was ist das drei? Müssen wir also noch ein bisschen. Nun ja. Gut. Na, wirst du jetzt den Hammer auswählen? Was haben wir denn jetzt zur Zeit? 16.56 Uhr. Ne, Foundation werden wir noch bauen. Das würde gehen. Das würde gehen, wenn das Wetter passt. Nein, wenn mein Schiff hier jetzt nicht im Weg wäre. Komm jetzt. Come on. Jawohl, wunderprächtig. Wir schippen dich hier auf den Stein. Na, komm. Komm. So, hier bleibst du. Hier bleibst du und wankst nicht irgendwo hin. So, 1, 2, 3, 4. Ja, super. Und 5, 6, 7, 8. So. Ich will jetzt meine Foundation. Foundation. So, wunderprächtig. Noch eins. Ja, noch eins. Zwei, bis wir beim Wasser sind. Nice. Haben wir noch eine Möglichkeit, eine Foundation zu bauen? Wir haben sie. Oh. So, looky looky, wow, mein, oh, da komme ich schon nicht mehr rauf, ey. So, mein Steg, der ist bald fertig, nice, nice, oh, kann ich noch einen Support haben? Nein, kann ich nicht. Habe ich hier noch eine Palme? Nein, habe ich nicht. Okay. Hat mich gefreut. So. Ja. Wir schauen auf die Zeit. 18 Uhr. Nee, nee. Wir gehen jetzt noch ein bisschen fischen. Genau. Haie haben wir ja zum Glück keine mehr. Schrei nicht zu laut. Aber Leinfische haben wir. Oh. Sardinen brauchen wir nicht. Oder von du. Nein, ein Angelfisch. Das ist genauso ein Mistgeburt. Ah, Archer. Naja. Naja. Vielleicht kann man die ja. Oh, Luft braucht der Herr auch noch. Nicht zu glauben, aber wahr. So, in der Dunkelheit zu fischen ist immer was Schönes, aber so Leuchtfische wären auch noch was Schönes. Also so Fische, die in der Dunkelheit würden leuchten. So Neonfische, das wäre doch cool. Ein Archer, das ist wunderbar. Ein Pilcher, ja, wirst du jetzt, danke. Oh, brauchst du schon wieder Luft, das ist ja unglaublich. Was cool wäre, wenn wir da eine so Taucherausrüstung würden finden. Ein Clownfisch, ja, super.
Ich sehe nichts mehr, Leute. Ich sehe definitiv nichts mehr hier. Also keine Ahnung, wo die Fische sind. Sardinen habe ich gefunden. Aber ich will hier keine Sardinen, sondern ich will hier richtige Fische. Wie zum Beispiel einen Archer. Hier haben wir wieder einen Clownfisch. Den kann man, glaube ich, nicht essen. Fische, wo seid ihr? Hier haben wir noch einen Archer. Und hier haben wir gleich zwei. Sehr gut. Archers, die findet man immer gut. Geben zwar nahrungstechnisch nicht so viel, aber dafür gibt es die in Unscharen. Unglaublich. Hier. Ein Archer. Ja, irgendwo habe ich noch. Oh, was ist das denn? Ah, Fontosa. Na, komm jetzt. Habe ich dieses Wrack schon gesehen? Ich glaube ja. Ja. Ja, da war ich schon. Ah, nee, da, ja, da. Ja, komm, du schaffst das. Ja, komm, wir haben noch Platz für Fische. Fischis, wo seid ihr? Das ist ein Angelfisch, oder? Ja, und trotzdem fange ich den. Super. Diskus. Ah. So. Wir haben hier noch einen Diskus. Ein Clownfisch. Sehen ja wirklich lustig aus, aber bringen mir absolut nichts. Archers. Sehr gut. Oh ja. Wo sind wir zu Hause? Hier. Bisschen verletzt. Oh, hier. Ah. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Ich tauche erst wieder auf, wenn ich dich habe. So. So, wir sind voll. Was haben wir denn jetzt für Zeit? 21, 21, 27. Na, das ist doch eigentlich gut. Reicht auf jeden Fall. Den Speer können wir ja zum Glück hier hinwerfen. Dann können wir ein bisschen. So, Brennmaterial mitnehmen. Und renn, Forrest, renn. Wir haben Fisch, frischen Fisch auf dem Herd. Also noch nicht, aber da geht's jetzt hin. So, also nahrungstechnisch kann uns keiner mehr sagen, wir hätten nichts mehr. So. Ja, das ist ein Angelfisch. Was will ich denn mit dem? Was kann man mit dem machen? Angeln? Sind das vielleicht Fische, die man in die Fallen machen kann, um besser Fische zu fischen? Also die Falle habe ich ja auch noch nicht wirklich geschnallt, wie das geht. Ich weiß schon, man macht einen Fisch oder sonst irgendwas da rein und dann wird er ausgetauscht durch einen anderen, aber irgendwie finde ich, hier sollten die ja ein bisschen. Warum sind diese Fische giftig? Ich verstehe es nicht. Nun ja. Mal als Abwechslung essen wir dann mal. So. Da ist ein Eimer umgekippt. Das gibt's nicht. Salz sollte doch eigentlich die Wunden reinigen. So, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie.
Was ist schon gekocht? Ach, die Potatoes. Oder? Diskus, okay. So, wir gehen jetzt schlafen und dann wäre es das wieder gewesen mit dieser Folge von Stranded Deep. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und nicht vergessen, die nächste Folge gibt es morgen um 12 Uhr. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es auf jeden Fall. So, wo ist mein Bett? Bett, ich komme. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.